Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ تَكْبِيرٌ الحمد لله. Okay, liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nochmal. Ich wollte euch kurz etwas erzählen. Bitte sagt allen Leuten Bescheid, hier gibt es einen Livestream, okay? Moment. So. Fragen kommen dann nachher inshallah dran. So. Heute ist ein erfolgreicher Tag, Alhamdulillah. Ich habe so viele schöne Sachen gehört von Leuten, die Islam angenommen haben, sich für den Islam interessieren oder vor längerer Zeit den Islam angenommen haben und dann wieder vor längerer Zeit, vor 8 Jahren den Islam angenommen haben durch ein Video, was das meist kritisierteste Video von mir ist und wodurch die meisten Leute den Islam angenommen haben und was in die meisten Sprachen übersetzt wurde, weil es so reingehauen hat. Millionen von Klicks in YouTube, auch in verschiedenen Sprachen. Nämlich die Debatte mit dem Jungen, der dann weiterredet. Wollte, ich kenne diese Leute. Er will predigen da vorne, nicht bei mir. Du hast die Chance bekommen, nach vorne zu kommen, deine Antwort zu geben. Deine Antwort hast du dich selber mit ausgenockt. Jetzt kannst du wieder nach Hause gehen. Ich gebe dir nicht das Mikrofon, damit du da deine Predigt halten kannst. Predigen kannst du bei dir in der Kirche, nicht bei mir auf der Kundgebung. Aber nur mal so nebenbei. Erfreuliche Nachrichten. Und ich habe eine interessante Frage bekommen. Und vielleicht habt ihr mich schon öfter darauf Antwort gehört. Aber ich will sie trotzdem nochmal beantworten. Eine Frau, eine junge Frau, hat in den Kommentarbereich geschrieben, dass sie nicht abgeneigt ist, den Islam anzunehmen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie überzeugt ist, aber wie soll sie das alles machen? Sie weiß nicht, ob sie die Gebete schafft, sie weiß nicht, ob sie es schafft, keinen Alkohol zu trinken, sie weiß nicht, ob sie dieses schafft, jenes schafft und so weiter und so fort. Was ist die Antwort hierauf? Die Antwort hierauf ist folgendes. Die erste Pflicht, die wir gegenüber Allah haben, ist, den Tawhid zu akzeptieren und zu sagen, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Das ist das Erste, was wir zu tun haben. Das ist Nummer eins. Und dieses Wort und dieser Glaube, wenn man davon überzeugt ist, man sagt es mit Wahrhaftigkeit, mit Liebe, mit Aufrichtigkeit, mit dem Willen, sich daran zu halten, mit Akzeptanz von dem, was es impliziert, ist es das, was einen ins Paradies bringt. Menschen, die noch keine Muslime sind, sollen sich nicht vom Islam abhalten lassen, dass sie denken, sie können etwas nicht schaffen. Sie haben eine gewisse schlechte Angewohnheit. XY. Das Schlimmste, was vor Allah passieren kann, ist, dass du vor ihm stehst und seine Wahrheit, seinen Propheten, sein Buch, den Koran und
den Tauhid, dass man ihn alleine anbeten muss, die einzig wahre Religion, die Religion bei Allah, inna dine indallah al-Islam, nicht angenommen hast. Das ist die 100%ige Garantie, wenn man von der Botschaft hört, in die Hölle zu gehen. Und zwar nicht für einen Tag und nicht für eine Woche und nicht für einen Monat und nicht für ein Jahr und nicht für 1000 Jahre und nicht für 10.000 Jahre und nicht für 1 Million Jahre und nicht für 1 Milliarde Jahre, für alle Ewigkeit. Es ist der größte Verlust, den ein Mensch haben kann, ist es, die Wahrheit, die von Allah gekommen ist, nicht zu akzeptieren und für alle Ewigkeit verloren zu sein und sich zu wünschen, niemals existiert zu haben. وَيَكُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَ. Wo der Käfer sich wünschen wird, wäre ich nur Staub. Das ist das Schlimmste. Alle anderen Sachen, Alkohol, Homosexualität, egal was, sind Kleinigkeiten dagegen. Das heißt, ich sage dir, sogar wenn du, also das ist nicht an die Frau, sondern allgemein, selbst wenn du heroinabhängig bist, die schlimmsten Berufe machst, überzeuge dich, dass der Islam die Wahrheit ist. Nimm ihn an und arbeite dann an dir. Denn das ist besser für dich, als so zu sterben, und du weißt nie, wann du stirbst, und die ganzen Sünden noch dazu zu haben. Kein Mensch ist perfekt. Jeder von uns macht Sünden. Jeder von uns macht Sünden. Möge Allah uns verzeihen. Und möge Allah uns von schlechten Wegen wegkommen lassen. Kein Mensch ist perfekt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Es ist ganz klar, dass man am Anfang vielleicht nicht alles 100% schafft. Aber was sagt Allah im Koran? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَّ. Wer nur ein Staubkörnchen Gutes tut, der wird es sehen. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَّ. Und wer nur ein Staubkörnchen, ein Atom Schlechtes macht, wird es sehen. Alles wird zu sehen sein. Aber was ist am schwersten in der Waagschale? La ilaha illallah. Das Wort. Niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Allah ist kein spezifischer arabischer Gott, wie sich manche das vorstellen, der mit einem Kamel und Turban, a'udhu billah, wir suchen Zuflucht bei Allah vor diesem Gedanken, durch die Wüste reitet. Allah ist Allah. Der ewige Schöpfer, Lenker, Herrscher, Besitzer des Gesamtuniversums, der nichts und niemandem gleicht, der völlig über unsere Vorstellungskraft ist, das ist Allah. Das ist Allah. Und der ist derjenige, der dich erschaffen hat, mich erschaffen hat, die ganze Welt erschaffen hat, Jesus erschaffen hat, Mohammed erschaffen hat, Friede und Segen mit ihnen allen. Und er ist der Einzige, der es verdient hat, angebetet zu werden. Wenn man davon überzeugt ist, soll man den Islam annehmen und keine Sekunde zögern. Keine Sekunde zögern. Alhamdulillah. Ich mache kurz die Kommentare wieder an. Meine Meinung zum Drohnenangriff. Was soll denn da meine Meinung sein? Ja, Drohnen sind gefährlich. Oder was willst du von mir hören? So. Assalamu alaikum, alaikum salam. Alaikum salam. Allahu Akbar.
Ich würde in Medina studieren. Alaikum salam. Ich habe viele Vorträge über Sekten. Gut. Ansicht zu Zawahiri sage ich nicht. Heute nicht. Bruder, meistens Leute, Bruder, es kommt immer auf die Situation an, wenn Leute die Religion beleidigen. Bruder, bei manchen Leuten hat es einfach keinen Sinn. Und umso mehr du verteidigst, umso mehr beleidigen die Allah. Das kommt immer auf die Situation an. Ja, gibt es heute auch noch, ja. Diese Gruppe gibt es auch heute noch. Welchen Nasir kannst du Schwestern geben, die nicht umziehen wollen bei der Partnerwahl? Geschiedene Schwestern. Ja, sie müssen ja ihren Grund haben, warum sie nicht umziehen wollen. Und es ist ja gut, wenn man von vornherein sagt, ich will nicht umziehen, aus Grund A, B, C und D. Und es ist ja gut, wenn man von vornherein alle Fragen klärt. Wie schafft man es, mutiger zu werden? Wie schafft man es, mutiger zu werden? Bruder, lies die Geschichten der Propheten im Koran, lies die Eigenschaften Allahs, über die Eigenschaften Allahs, lies über die Sahaba und lasse diese Eigenschaften bei dir lebendig werden. Und wisse, dass wenn Allah mit dir ist, dir niemand etwas anhaben kann. Gut, ich mache jetzt nochmal einen neuen Livestream, damit wir es unterteilt haben, okay? Komm wieder rein, bitte. Inshallah, Assalamu alaikum.